Dieses Mal bei Streter Bender Streberg. Nein, du siehst halt aus wie der Grandpa von den Rocket Beans. Das heißt, im Wesentlichen, wenn man in Rocket Beans reinkommt, sitzt du draußen mit einer Schrotflinte im Schaukelstuhl. Danke. So. Und neben mir sitzt ein Typ mit dem Banjo. Jetzt Streiter Bender Streberg, der Podcast. Bei Thorsten Streiter, Hennes Bender und Gary Streberg. Hallo und herzlich willkommen zu Streiter Bender Streberg, der 102. Folge. Man könnte auch sagen 102. Man könnte auch sagen 102. Oder man weiß ja auch nicht. 102. 102. Ja, wir schreiben November, also wenn das jetzt rauskommt, wird es wahrscheinlich Anfang Dezember sein für die meisten. Wir wissen es noch nicht. Prost, Gary. Schön, ja. Und wir sind kurz vor unserem Live-Podcast in Hamburg, auf den wir uns sehr freuen. Die Veranstaltung ist ausverkauft. Und das schon seit Jahren. Seit Jahren? 4 Jahre. Nein, aber wirklich. Alle Filme, die wir angeteasert haben, sind schon längst auf DVD raus. Auf DVD schon Streaming. Aber ich meine, wir konnten ja 2 Jahre nicht auftreten. Naja, wir hatten in Hamburg. Ja, nee, wir hatten schon. Wir hatten das Special mit Pastewka und wir hatten das Special mit Jan van Weyde. Aber das war doch nicht in... Das war nicht in Hamburg. Nein, aber es war auch live. Ja. Das war live. Also wir haben es trotz widriger Umstände hinbekommen. Ja. Aber wir freuen uns natürlich auf unsere Klassenfahrt. Ja. Wir haben einen Gast. Das wird noch eine Überraschung werden. Wir werden euch das überraschen. Warum muss ich das immer machen? Ja, weil du einfach so, das sind die Synapsen. Ich bin einfach gestrickt. Wenn du einmal... Sind die Entertainer-Gene. I'm simple woven. I'm simple woven. I'm schlicht knitted. Simply Woven. Das wäre ein geiler Name für so eine New Wave-Band. So. Simply Woven. Die ganze Zeit so ding-dong, ding-dong, ding-ding-ding-ding-ding-dong. Simply Woven. Oh, also diese Tasse. Ey. Genau, und wir machen an dem Abend, das ist der 7. Dezember, nehmen wir auch 2 Podcasts auf. Jo. Die wir dann, also das sind dann kürzere Podcasts, die dann aber so hintereinander ausgestrahlt werden, also nicht direkt hintereinander mit einer kleinen Pause. Ich habe überlegt, haben wir das, dann wäre das doch dann praktisch der Dezember-Podcast und, nee, Moment. Darüber müssten wir vielleicht, auch wenn jetzt keine Leute zuhören und gucken, mal drüber reden, den zweiten Podcast dann erst im Januar. Das müssten wir dann auch vorher wissen, denn wenn wir die ganze Zeit darüber reden, was wir zu Weihnachten machen und wir bringen das Ding Anfang Januar raus, denken, oh, die sind aber wirklich Simply Woven. Also ich nehm vorsichtshalber mal Konfetti-Kanonen damit. Nein, du bitte keine Raumausstatter-Scheiße mehr, Gary. Heute reden wir über das Overlook-Hotel und wer hat die Tischdecke vergessen? Echt, Hennes. Wer hat die schöne Overlook-Shining-Tischdecke vergessen? Wie könnte dir das passieren? Du bringst sie jedes Mal mit und jetzt hast du sie nicht. Das Thema ist, wird wahrscheinlich sich so manifestieren, dass du die Tischdecke gar nicht brauchst. Ja, aber dafür hast du das T-Shirt an. Ich habe das T-Shirt extra an. Ja. Meine Shining-Socken nicht, aber Gary Streberg hat die Tischdecke, die eigentlich ein Badetuch ist. Warum sagst du nicht noch vergessen? Gary Streberg, geboren am 7.1.65? Weil du das sagst. Wohnhaft im 7.1. geboren? Ja, ein Tag vor Elvis. Ein Tag vor Bowie. Ein Tag vor Graham Chapman. Ein Tag vor Willi Milovic. Ein Tag vor Thomas Grigolat, meinem alten Freund. 76 den Tage nach Hitler. Herzlichen Glückwunsch. Das habe ich jetzt geraten. Das war so mit 20. April. Habe ich übrigens heute Morgen um 4 Uhr geguckt. Hitler ist tot. Tatsächlich. Hitlers Tod. Ja. Wann heute Morgen? Der ist heute Morgen gestreamt worden? Auf Twitch oder wo war das? Ich konnte nicht einschlafen, da habe ich gedacht, Mensch, wie ist der alte Hitler denn umgekommen? Der alte Wemser. Und irgendwie bin ich hängen geblieben. Wo lief das? Bei YouTube läuft sowas immer. Das heißt, wenn du nachts um 4 nicht, also morgens um 4? Ich konnte nicht schlafen, ich hatte Nackenschmerzen gehabt, ich konnte nicht einschlafen. Und was gibt es da gedacht, Besseres? Ja, als Hitler. Genau. Danach wurde mir noch angeboten, Hitlers Pilot, aber da habe ich gedacht, nee, komm. Es wurde dir angeboten. Ja, wird ja dann immer. Wenn du einmal bei YouTube was anklickst, dann kriegst du ja sofort eine ganze. War das diese Hitlers Helfer-Reihe? Hitlers Bäcker Knopf und Hitlers Bäcker, Hitlers Hund. Klempner und was nicht alles. Ja. Fritze Hitler wird er ja wohl nicht heißen haben.
Aber jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt weiß ich Bescheid. Das ist wichtig. Ja. Und aus welchem Film ist das, Herr Obers? Er brennt nicht. Das wer ist aus Stonk. Ja, genau. Und wer hat das gesagt? Der Führer brennt nicht. Ja, wer hat das gesagt? War es nicht Armin Rohde? Es war Armin Rohde. Ja, ne? Das ist die Szene mit Peter direkt Rogisch. Direkt am Anfang. Ja, direkt am Anfang. Peter Rogisch ist der General, glaube ich. Armin Rohde sagt diesen legendären Satz, der Führer brennt nicht. Und Michael Kessler ist auch dabei. Und das Ganze wurde gedreht in Fröndenberg hinter dem Kulturzentrum Alte Schmiede. Boah, so, ich finde das, und jetzt, das alles in ein völlig anderes Licht. Und jetzt seid vorbeischauen ihr wollen. Ja. Hier ist also der Führer verbrannt worden, da werden sich ab jetzt so Gruppen sammeln, während man versucht. Wieso, der Bender hat das gesagt? Bender hat gesagt, hier ist Hitler verbrannt worden, das in Fröndenberg. Helmut Dietl. Geschichtsklitterung. Ja. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Mhm. Was ist Geschichtsklitterung? Hört sich versaut an. Das hört sich so ein bisschen. Mir fiel jetzt gerade ein anderes Wort ein, aber das wollte ich nicht sagen. Hört sich versaut, dann ist aber auch gut. Gut. Okay, komm. So, wir werden über sehr viele Sachen erst im Dezember-Podcast reden, unter anderem auch über die Serie. Unter anderem auch über die Serie 1899 von den. Du hast es so schön formuliert. Ich bin gespannt, was die DVD kostet, wenn sie rauskommt. aber du hast. Das ist so geil. Und darum geht's. Von den Machern von? Von den Machern von habe ich schon nicht gecheckt. Jetzt, 1899, spielt 1901. So, das Ding. What the fuck? Unser Gast hat diese Serie auf jeden Fall schon gesehen, deswegen werden wir die Möglichkeit nutzen mit ihm. Und es handelt sich um ein R. Mal wieder. Es handelt sich um eine R. Wir sind ja divers, wie wir nur können. Also das ist ja deswegen. Naja, an Frauen ist auch schlecht ranzukommen, obwohl wir auf der Reeperbahn sind. Also berühmte letzte Worte. Ja. Frauen sind naja, aber also wir sind da was am Plan dran. Also 1899 reden wir später drüber. Also Gemach. Aber wir können schon mal über eine Serie reden, von der du den ersten Teil gesehen hast. Ja. Ganz und du, glaube ich, die Hälfte. Welche? Du bist so ein Halbgucker immer, ne? Ich schaff das nicht, das ist nur im Auto so. Und dann heißt es, bist wieder irgendwo, dann musst du aussteigen. Also nichts gucke ich. Also du guckst, aber während du gefahren wirst. Ja, ja, klar. Also Gott Kinder, nicht während des Fahrens, obwohl man steht ja manchmal so in so einer Vollsperrung und denkt so, jetzt mal vom Winde verweht. Jetzt den Beamer aufbauen. Jetzt, oder aber so auf dem iPhone so Winde vom Winde. Ja, wir reden über Wednesday. Ja, reden wir wohl. Heute? Auf Netflix. Also Wednesday, Adams, also ist es ein Prequel, Sequel oder ein Rip-off. Spin-off. So wird es beworben bei Netflix. Aber ein Spin-off von was? Von Äpfeln, von Birnen? Sprich in ganzen Von Sets. Dem Film von Barry Sonnenfeld oder von der Originalserie? Ja, das weiß ich nicht. Ne? Keine also Ahnung. Also auf jeden Fall von der Adams Family und Wednesday ist die pubertierende Tochter. Ja. Und das Ganze ist, also Regie für Tim Burton. Ja. Tatsächlich, also bei der ersten Folge. Aber geschrieben und produziert hat es, glaube ich, weiß ich nicht, jemand anders. Aber Jenna Ortega spielt die Hauptrolle. Jenna Ortega heißt sie. Mhm. Und sie macht das super. Und ich war erst so ein bisschen skeptisch, weil ich gedacht habe, naja, jetzt ist das wieder, weil aus dem Trailer konnte man so sehen, jetzt kommt da die Wednesday Adams, die kommt da jetzt auf so eine Schule für spezielle Talente und so. Und da gibt es ja einige Serien, die diese Thematik haben. Ich meine, es hat ja alles mit Harry Potter angefangen. Ja. Und, Davor war noch einer Flug übers Kuckucksnest. Ja, nee, und das fliegende Klassenzimmer. Das fliegende Klassenzimmer. Burg Schreckenstein. Ich rede jetzt hier nicht von dem Genre des Schulfilms, der Schulkomödie, sondern generell von diesen speziellen. Die Bengel von der letzten Bank. Die Bengel von der letzten Bank. X-Men. Mit Theo Lingen. Ja. Ich wusste, dass du ihn kannst. Hallo? Was ist hier los? Oh, der böse Hansi Kraus. Der böse Hansi, der Bengel. Die Bengel von der letzten Bank. Die Penne immer. Das war ja, dann sind wir auch ruckzuck bei der Feuerzangenbowle. Aber da sind wir bei der Feuerzangenbowle. Vor Georges Méliès. Genau. Nein, weil es ging um dieses Schulthema. Das Schulthema. Weil du sagtest, genau. Harry Potter hätte damit angefangen. Und ja, letztendlich ist das immer eine Metapher für pubertierende Jugendliche. Hast du den Paul Fake-Film gesehen, hier mit Charlize Theron auf Netflix, wo es um diese Schule geht, wo man böse wird oder nett? Nee. Der muss ganz doof sein. Ich habe ihn selber nicht gesehen, deswegen will ich mir da auch kein Urteil erlauben. Aber ich habe das gesehen und habe gesagt, es ist Harry Potter. Heißt der Paul Fake? Paul Fake oder Fake. Sagt man Fake oder Fake? Fake.
Feig. Feige, ich, ne? Weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Guter Mann auf jeden Fall. Ja, ein super Mann. Aber also, ich meine nicht in, in diesem Sinne, sondern ein super Typ. Super Typ auf jeden Freaks Fall. Freaks and Geeks hat er gesagt. Freaks and Geeks und ganz schöne Improvisationskomödie Bridesmaids. Kommen wir wieder zu nicht zu verwechseln mit der anderen Pflaume hier von Marvel. Paul. Du meinst Kevin Feige? Kevin Feige, genau. Hast du das, hast du jetzt das Ende von She-Hulk gesehen, wo Kevin Feige dann... Nee. Spielt er damit? Ja, er spielt mit, aber ich kann es dir nicht sagen, wenn du es nicht gesehen hast. Das ist, also ich habe sehr, sehr gerne. Jedenfalls Wednesday. Ich hab geguckt, bis sie in der Schule ankommt. Ja. Mit Catherine Zeta-Jones als Morticia. Sehr gut besetzt. Und der mexikanische Herr, dessen Name mir jetzt wieder... Guzman. Luis Guzman. Wir lieben ihn. Ja. Als halsloser Gomez. Als vollständig halsloser Gomez, wo der Haaransatz sofort hier beginnt. Ja. Fantastisch. Ja. Die speicheln sich da im Fond des Wagens ein. Und es wird ein bisschen befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch, ja, auch auf viele von uns. Ja. Und trotzdem, ausstattungstechnisch gefällt er mir schon mal ganz toll. Die behutsame Modernisierung, dass das Kind nicht mehr so ein Sackkleid trägt. Ja. Alles ganz charmant. Ich bin nur bis zur Schule gekommen. Christina Ricci spielt da mit, die ja die Wednesday gespielt hat in den Spielfilmen. Ja. Und also das, es ist so das übliche Thema, wer bin ich, wie passe ich hier rein und was mache ich hier überhaupt? Und sie will natürlich weg von der Schule. Und hier die Dings spielt natürlich. Die Dings natürlich. Lass mich doch mal. Diese Gwendoline Christie. Christie. Ja, aus Game of Thrones. Aus Game of Thrones. Die spielt Brienne da mal. Brienne of Tarth. Genau. Spielt die Schulleiterin. Spielt Fred Armisen, Onkel Fester? War in der ersten Folge noch nicht. Nein. Okay, aber ich glaube im Trailer Fred Armisen. Die kriegen wir alle nach und nach präsentiert. Ja, ja, also die Special-Effekte mit der Hand sind halt auch toll. Aber die waren schon, ganz ehrlich, ich muss mal eins kurz sagen. Die waren schon immer geil. Genial waren die Barry Sonnenfeld-Filme. Auch der zweite mit John Sonnenfeld. Die Musik, ich habe versucht, verzweifelt die CD zu kriegen. Von Adams Family damals. Das gab ja einmal Adams Family Values, glaube ich. Ja, genau. Und ich möchte beide Musiken haben, weil die waren ganz toll. Das waren so hinreißende, düstere Walzer und so. Und während die Musik jetzt, die ja von Danny Elfman ist. Ist auch von Danny Elfman. Es ist kein erkennbares Thema. Es ist nur ein düsteres, ein düsteres Geschepper. Immer so 10-Sekunden-Sätze, die sich an einer, also schwierig. War die Filmmusik damals von Elfman? Die Filmmusik damals war nicht von Elfman, die Filmmusik damals Silvestri oder ich weiß es nicht. Es kann von Alan Silvestri gewesen sein, das war auf jeden Fall. Es fängt mit Deck the Halls an, diesem Weihnachtsklassiker. Großartig. Und geht dann über und irgendwann löst es sich im Originalthema auf, aber ich komme jetzt gerade. Beiden Filme habe ich wirklich, also ich glaube, die sind auch sehr gut gealtert, weil erstmal die Besetzung natürlich genial war damals. Raul Julia. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie hieß denn der? Unfassbar. Angelica Houston. Ist ja wohl Morticia. Ja. Aber obwohl Catherine Zeta-Jones macht auch eine gute Figur. Ja, aber Entschuldigung, ganz kurz. Christopher Lloyd als Onkel Fester. Ich meine, geil war das. Ja, super, das stimmt. Naja, aber auf jeden Fall, die Serie ist auch... Karel Struiken als Lurch. Ach so, ja. Ja, genau, natürlich. Genau. Aber ich finde, die haben so ein Interims-Lurch. Wir haben ihn mal kurz gesehen. Ja, ganz genau, genau. Also wir reden von dem großen Butler. Großen Butler. Und die Serie ist, das kann ich jetzt schon mal verraten, die ist angenehm brutal auch. Also da gibt es ruhig mal Körperteile, die abgerissen werden und so. Das Ganze erinnert mich so vom Look her auch an eine Netflix-Serie, und zwar Sabrina, The Teenage Witch. Die neue, nicht mit der, nicht die Sitcom, die neue. Und weil da ging das ja auch schon so in so eine sehr, sehr düstere Ecke und das hat durchaus auch solche Töne. Also ich war positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da werde ich mir gerne den zweiten Teil angucken. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Kostümparty abgehalten mit unserem gemeinsamen Freund Markus. Wir haben ja in der gleichen Woche Geburtstag und das fällt bei uns immer im Februar, immer in die Karnevalszeit. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt immer eine Themenparty. Und das Thema war Bösewichte. Ach ja. Ich habe mich als Joker verkleidet und geschminkt, also als Nicholson-Joker, was eine sehr schlechte Idee war. Denn ab einem gewissen Punkt am Abend läuft dir diese weiße Schminke einfach, diese Fettschminke einfach runter. Und die Haare waren auch grün gesprüht. Markus war super als Dracula, also als Gary Oldman Dracula mit dieser Nickelbrille. Sehr gut. Wir hatten die Panzerknacker da. Und wir hatten die komplette Adams Family da, mit den beiden Kindern. Bis auf Onkel Fester. Denn
ein jetzt nicht genannter Freund, der Onkel Fester hätte spielen können, auch aufgrund seiner Haare, hatte sich geweigert, Onkel Fester zu sein. Ja, weil er hat Idiot. Gedacht, ah nee, das ist, da bin ich nicht. Aber dann kam mein alter Freund und Kollege Heinz-Peter Lenkert rein, der überhaupt nicht verkleidet war. Und ich sagte immer, wir haben gesagt, das ist eine Themenparty, Bösewichte. Und ach so, und dann holte er so ein kleines Stück schwarzes Gaffer-Tape raus, so ein kleines quadratisches Stück, legte sich das unter die Nase und sagte, so, ich bin's. Haben wir die Haare so gemacht, zack, zack. Und ich so, du Arsch. Weißt du, ich stand da stundenlang schminkig. Die kompletten Panzerknacker waren da, sogar mit Opa, mit dem Opa-Panzerknacker. Ja, 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 ja. Also, Wednesday ist auf jeden Fall ganz oben auf der Liste. Ja, macht Spaß. Was haben wir sonst noch nicht gesehen? Pinocchio läuft noch nicht. Auf also keinen Fall geguckt. Haben wir eine Pinocchio-Verfilmungsschwemme? Ja. Nein, das ist ja immer so. Pinocchio kommt ja alle Jubeljahre, kommen da mehrere Verfilmungen von Pinocchio. Irgendwie wird das... Ja, aber sollte in Zeiten eines 3D-Druckers, sollte es da nicht möglich sein, Kinder nicht mehr schnitzen zu müssen? Das ist doch die Frage. Die ganz genau. Aber ich glaube, das wird ein richtiger Trip auch. Also ich glaube, das wird vom Kaliber, wir haben ja beim letzten Mal drüber gesprochen, über Nightmare Before Christmas, ich glaube, er wird in die Schuhstapfen treten. Was? Fuß. Fußstapfen. Nee, nein, es sind die Schuhstapfen. Die Schuhstapfen. Neben den Schoschonen. Ich wollte hier meine Notizen, weil ich mir Notizen gemacht hatte. Ah, gut. Aber Punkt 1, Handy nicht mit reinnehmen. Also was ich noch gesehen habe, das ist jetzt was Älteres, aber es hat wirklich, es war nochmal total interessant, das mal mit so ein paar Jahren Abstand zu sehen. Ich habe mir tatsächlich The Pacific angeguckt. Die Spin-off-Serie zu Band of Brothers. Ah. Und im Zuge dessen dann auch nochmal Band of Brothers. Hast du gerade so ein bisschen so kleine, weht dich so ein bisschen der Krieg an auch? Ja. Das sind extrem martialische Themen, hast gerade Hitlers Tod und. Ja, ja, ganz genau. Ich habe genau diese eine Szene wieder gefunden, im vorletzten Teil von Band of Brothers, wo ich gesagt habe, ich bin raus! Das mit Rami Malek, die Szene. Nein, mit Rami Malek. Also The Pacific ist echt ultra hart. Die hatte ich nie gesehen gehabt. Ich habe die immer da stehen gehabt als DVD-Box. Aber die ist richtig, richtig hart. Und Band of Brothers ist natürlich auch super und unheimlich spannend. Aber da ist eine Szene, die hat mich immer total gestört. Und zwar, das ist dann, als die Company, die Easy Company, als die dann durch Zufall auf ein KZ finden im Wald. Mhm. Dann kommen sie da rein und dann haben sie einen jüdischen Soldaten in ihren Kreis und der soll dann dolmetschen. Und das ist dann ein Häftling, der erzählt denen praktisch, was das hier ist, womit wir es zu tun haben. Und die Kamera fährt hinter dem her. Und du siehst hinten, das ist jetzt so eine Nickeligkeit, aber trotzdem. Du siehst, wie der einen glatt rasierten Haaransatz hinten hat, wo ich gesagt habe, ich bin raus. Warum? Ja, weil, ja, ich weiß, das ist jetzt so eine Nickeligkeit, aber die ist mir halt einfach aufgefallen, weil ich gedacht habe, naja, wenn einer jetzt da 4 Jahre im KZ gesessen hat, dann hat der nicht ein... Einerseits ja, andererseits hatten die, sie hatten das wie Scheren, damit konnten die Haare kurz schneiden. Und haben die Haare auch kurz gehalten wegen Läusen und so, die wollten keine... Aber das macht... Aber wenn es aussah wie ein Maschinenschnitt, weißt du, was ich meine? Ist das immer schade. Also die Serie ist trotzdem großartig und komischerweise, ich weiß auch nicht, wie kommt das bloß? Also im Moment du verarbeitest dieses Thema... diese ganze Realität im Moment. Ne? Ja. Mag also sein. Es gibt nicht nur Eskapismus, du willst ja auch wissen, warum ticken die Leute so? Warum ticken die Leute jetzt wieder so? Warum haben die Leute diese Serie nicht geguckt, die gerade so haben die? Ja. 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 Was? Hm. Nein. Nein. Rembrandt? Ägypten? Ja. So, Wakanda Forever haben wir alle nicht gesehen. Wie, aber was fühlen wir? Weil ich persönlich müsste mein Resthirn erstmal noch ausspülen vom Marvel Cinematic Universe bis hierhin. Ja. Ich bin noch an die Eternals verarbeiten. Echt? Oh Gott, das musste ich ja mitgenommen haben. Ja, haben wir auch mitgenommen. Was war das denn? Ja. 12 Superhelden, ich kenne einen. Jeder kann fliegen. Jeder ist unsterblich. Gottheiten. Ja. Permanente Ortswechsel. Hennis, ich glaube, wir hatten darüber auch gesprochen. Das ist so eine gewisse Marvel-Müdigkeit. Le Fatigue Marvel. Ja. Le Fatigue Marvel. Ja. Genau. Ich weiß noch, was ich gesehen habe. Also mich reizt Wakanda gerade nicht. Weil mich auch nicht. Ich fand Black Panther ja auch nur okay. Ich verstehe, ich absolut sehe den Stellenwert und die Wichtigkeit und das ist extrem. Die gesellschaftliche Relevanz dafür. Aber
wenn wir jetzt von so Sachen reden wie Colorblind Casting und warum gibt es einen schwarzen Elben bei Herr der Ringe und so weiter. So. Und dann haben ja auch Leute geschrieben, ja, dann müsste es ja eigentlich auch Weiße geben in diesem Volk von Wakanda, wenn man das so angeht. Und lasst uns, bitte ja, lasst uns bitte diese Diskussion gar nicht erst führen. Es ist Fantasy, es ist eine erdachte Geschichte, es ist Fiktion. Und es gibt Welten, die gibt es, gibt Welten, die gab es eben nicht. Lass uns auch nicht über indigene, weiß nicht, Franzosen spielen, die Einwohner spielen. Ein Wort, man muss ja total aufpassen, was du sagst und was nicht. Gerade gestern. Nein, du musst nicht aufpassen, was du sagst, sofern das, was du sagst, aufrichtig empfunden und nicht schlimm rassistisch ist. Du musst nicht, man kann einfach mal einräumen, wenn man Dinge auch mal nicht versteht. Ja. So. Ja. Und ja, genau. Man muss nicht aufpassen, was man. Also man musste schon immer aufpassen, dass man sich nicht wie ein Arschloch benimmt. Das ist seit Jahrzehnten so. Und das ist nicht neu, dass man aufpassen muss, was man sagt. Das sollte man auch als Lebensmotto nehmen. Einfach mal kein Arschloch sein. Ja. Be an asshole, ja. Ja. Ja, aber ich finde, die Diskussion, die gerade angeregt wird, die geht so ein bisschen am Punkt vorbei. Sondern es geht sehr viel um Recht haben. Es geht sehr viel. Und John Cleese hat sich zu Recht aufgeregt, dass Fawlty Towers aus der Mediathek der BBC rausgenommen worden ist. Weswegen? Wegen dem Captain. Der Captain, der im Fawlty Towers wohnt, der ein Rassist ist, ein alter Rassist, ein alter seniler Rassist. Ach und darüber so. Machen die sich lustig. Und? Aber Wakanda Forever, tut mir leid. Ich glaube, ich warte wirklich ab, bis der auf Disney Plus ist. Ach so, ja. Ich auch, das geht also, ja schnell. Ja. Also wie das hier klingt, aber... Apropos, was ich noch gesehen habe, das, was ihr garantiert auch nicht gesehen habt, das ist Guardians of the Galaxy, das Christmas. Das habe ich noch nicht gesehen. Nee. Ist das gut? Wie? Ja, es ist wirklich was, da kannst du wirklich deine Neunjährigen mit dazusetzen. Wie lang ist das, ein Spielfilm? Oder nein, es ist 45 Minuten, glaube ich. Ist das oder 50 Minuten. Ist das okay oder ist das was? Es ist okay. Ja, was heißt okay? Ist das sowas wie Werewolf by Night, was man danach sofort vergessen hat wieder? Ja. Ja? Okay. Es ist halt lustig. Ich will da jetzt nichts spoilern, aber man trifft alle Kollegen wieder. Aber es fokussiert sich sehr auf Drax und Mantis. Mhm. Ja. Die sind in einer speziellen Mission. Ja, das war Kevin Bacon entführen. Ja, das super. Ist, ja, das ist im Trailer aber schon drin. Gell? Ja, okay. Drin. Ja, stimmt das. Christmas Special, wo du gerade dabei bist, gibt es einen Trailer zu der neuen Christmas Story? Fröhliche Weihnachten? Das ist ja einer unserer Lieblings. Gibt es einen Trailer schon? Ja, natürlich. Wann schon lange. Der ist schon raus. Ach, der ist was schon meint raus. Ihr denn? Wovon ja, Fröhliche Weihnachten. Dieser einer der besten und schönsten Weihnachtsfilme. Ja, von Bob Clark damals, dem Regisseur von Porky's. Film, wo es um diese Lampe geht, die wie ein Frauenbein geformt ist. Kennst du den Film? Oh, nee, das ist ein ganz... Gerade. Mit Ralphie? Oh, der ist so toll. Der sich so ein Luftgewehr wünscht. Ja. Und wo dann jeder zu ihm sagt, nee, du schießt dir das Auge aus. Und dann? Das ist wirklich toll. Das ist so ein Kevin-Vorläufer fast schon, ne? Oder ja, Kevin? Aber das ist einfach in der. Und das ist zum Beispiel auch einer der wenigen Filme, die man unbedingt in der Synchro sehen wollte, weil die Voice-Over ist gesprochen von. Also nicht in der Synchro. Doch unbedingt in der Synchro sehen sollte, ja, weil Harald Junke spricht da den Erzähler. Doch, Harald Junke. Und das ist großartig. Pass auf, jetzt passiert Folgendes. Ja. Nein, es geht halt wirklich um diesen Jungen, der sich nichts sehnlicher wünscht als ein Red Rider Luftgewehr. Und jeder will ihm das aber ausreden und dann wendet er so halt Tricks an, wie er dann, und dann eine Idee hat er dann, ah Moment, da gibt's doch den Weihnachtsmann, der dann immer in so einem großen Kaufhaus da sitzt, und dem man dann seine Wünsche sagen kann. Und das ist so eine albtraumhafte Szene, das Ganze. Naja, auf jeden Fall, und das ist mittlerweile so ein Klassiker, so ein Weihnachtsfilm. Den gab's lange nicht, ich glaube, du hattest... Hier gibt's den, tatsächlich gab's den lange nicht auf DVD und jetzt gibt's den aber mittlerweile. Jetzt gibt's den auch, der läuft nämlich gerade auf Prime auch. Ah, okay. Schrieb mir, diesen Film kann man auch verliert er ein Auge? Verliert er ein Auge? Nein, aber du musst den unbedingt gucken, der ist super, super lustig. Okay, hast du denn jetzt schon was gesehen von dem zweiten Teil? Nee, nur den Trailer tatsächlich. Gut. Dann und die haben jetzt so und so viel, wie viele Jahre später, haben die jetzt praktisch einen zweiten Teil gemacht mit den Originalschauspielern, die jetzt natürlich alle erwachsen sind. Es ist zum Beispiel diese eine legendäre Szene drin, wo die Jungs eine Wette machen und der eine soll seine Zunge an so einem Fahnenmast dran machen, weißt du, und der bleibt dann natürlich im Frost, bleibt er daran kleben. Mhm. So, ne? Und das ist super lustig. Also das ist ein richtig schöner Film. Ist auch ein Film. Schöner, richtig guter Film. Habt ihr denn die Fotos gesehen von Indiana Jones 5? Ja. Der ja noch keinen Titel hat, glaube ich. Oder hat er einen Titel? Oder bin ich jetzt ganz blöd? Nee, ich glaube nicht. Aber sag mal, ich habe gelesen, dass der durchgängig verjüngt wurde. Nein, nur der Anfang. Nur am Anfang gibt es das De-Aging. Das wird ähnlich wie damals hier mit
was für ein großartiger Anfang mit River Phoenix. Ja, ja, das ist ein großartiger Anfang mit River Phoenix. Ja. Ja. Aber da River Phoenix ja nicht mehr zur Verfügung steht und jetzt mittlerweile auch älter wäre, haben sie halt aus Harrison Ford, wie auch bei Irishman, auf den wir auch heute noch kommen werden. Den Hauptsache dann, nicht wie in Samaritan. Ja. Also PlayStation 2 Niveau, hast du gesehen? Wie sie Stallone jünger gemacht hat. Nee. Ich habe mir es dann angeguckt, als du davon erzählt hast. Und ich dachte, Junge, oh mein Gott. Dann nimm das Geld. Dann nimm bitte hier. Ja, da. Nimm da die 500.000 Dollar. Es gibt diese tollen Jungs hier, the Corridor Crew, diese Special Effects Guys. YouTube. Die machen das dann besser. Ja. Die haben auch Scorpion King nochmal in Ordnung gebracht. Ja, genau. Stundenlang. Ja. Cross-Shading sind wirklich und so gut. Die sind wirklich absolut fantastisch. Ja, also ich soweit sieht es gut aus. Es spielt ja in den 60ern in New York. Okay. Phoebe Waller-Bridges hat nicht nur geschrieben, sondern spielt auch seine Patentochter. Ja. Ah, okay. Und einer der Bösewichte ist Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen. Der ewige Mads. Der Hosen- also ich, also weil er auch einer anhat. Entschuldigung. Das werde ich rufen, sobald er kommt in dem Film. Mads ab! Lass uns. Bitte. Wir gehen ins Kino, wir machen das. Wir gehen zusammen. Und wenn du es nicht machst. Doch. Wir gehen nochmal in Cats, wenn du es nicht machst. Doch. Das mache ich nicht. Nein, aber aber ich bin ganz ehrlich, ich habe keinerlei Erwartungen an dem Film. Oh, Gary, echt nicht? Glaubst du nicht, dass der viel gut macht wieder? Machen muss? Dr. Feelgood vielleicht sogar. Nee, ich weiß es nicht. Ich will mir gerne... Oh, Wilco Johnson von Dr. Feelgood ist gestorben. Oh. Der auch gespielt hat in Game of Thrones. Oh. Ja, ja, wer hat denn nicht in Game of Thrones? Wahrscheinlich spielst du da auch mit. Wahrscheinlich irgendwo. Bin ich irgendwo auch dabei. Ja, genau. Ja, du hast keine Erwartung. Warum nicht? Ich weiß nicht, weil er ist ja jetzt nur, er hat ja nur wirklich jetzt ein Alter erreicht, der gute Harrison, wo ich das einfach nicht mehr so richtig glaubhaft finde. die alten Knacker bei ihrem Podcast. Ja, das Suspension of Disbelief. Ja, nur wenn der hier sitzen würde, würde ich sagen, Harrison Ford als Podcaster, jederzeit. Aber Ford mit dir und Mats ab, das würde ich rufen. Findest du denn Männer Ende 50 mit Baseballkappe und Star Wars T-Shirts, findest du das nicht auch ein bisschen zu? Ne, es ist grenzwertig, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir sind langsam, wir müssen uns was überlegen. Mann. Ja, ja. Weil ich meine, Thorsten hat seinen Stil gefunden, ich glaube, der zieht das durch. Ich glaube, ich habe meinen Stil nicht gefunden, oder was? Das Problem, Gary, dass du meinst, du hast deinen Stil gefunden. Nein, du siehst halt aus wie Grandpa von den Rocket Beans. Das heißt, im Wesentlichen, wenn man in Rocket Beans reinkommt, sitzt du draußen mit einer Schrotflinte im Schaukelstuhl. Danke. So. Und neben mir sitzt ein Typ im Banjo. Gerben ist Leder der Erste. Das ist leider, Thorsten hat es voll auf den Punkt. Kennt ihr den Zusammenhang? Du lenkst jetzt total ab. Er sagt jetzt in dem Zusammenhang. Ja, aber dann vergesse ich es. Ja, meine Güte, nee, ich gehe halt auf die 60 zu, da tun wir alle. Wir alle, ja. Ja. Weißt du, soll ich mir deswegen keine T-Shirts mehr anziehen oder keine Baseball? Was habt ihr gegen Baseball gehabt? Nichts. Ja, ich habe Baseball spielt. Steven Spielberg hat persönlich zu mir gesagt, er fühlte sich an ihn erinnert. So. Mehr kann man es nicht entkräften. Als mit Steven Spielberg hat persönlich zu mir gesagt. Ja. Das schlägt alles. Nein, aber du kriegst automatisch 9 Punkte dafür. Wenn das nächste Mal irgendein Hiopai dir sagt, wie läufst du rum? Nee, es seid nur ihr tatsächlich. Sagst du? Ich sag ja, irgendein Hiopai. Ich nehme alles zurück. Sagst du bitte immer, Steven Spielberg hat zu mir gesagt. Und wer kann das schon von sich behaupten? Das ist wie so ein Harry Potter. Das ist wie so ein Patronum Arschlecken. Der absolute Endgegner im Zauber. Pass mal auf, Steven Spielberg hat zu mir gesagt. Sensationell. Ja. Gut, also, aber was ich sagen wollte, kennt ihr, ich weiß, das geht jetzt wieder, aber kennt ihr den YouTuber Joe Blow? Nein, Joe Blow. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal auf YouTube gesehen habe. Bist du sicher, dass du nicht in deiner Erwachsenen-Videothek warst? Nein, das ist so ein Film-YouTuber, der macht das schon, oder die machen das schon, das ist mittlerweile auch echt eine größere Firma. Ja. Und die haben ein YouTube-Format, das heißt, What the fuck went wrong with this movie? Und dann kannst du immer da, und die hatten jetzt, jetzt habe ich den worüber haben wir? Joe Blow. Joe Blow. Indiana Jones. Das war vorher Indiana Jones. Ja, genau. Und die haben halt wirklich so ein
so ein Format, wo sie darüber sprechen, also so eine Mini-Dokumentation von 15, 20 Minuten, was wirklich mit so manchen Filmen, was da eigentlich schiefgelaufen ist hinter den Kulissen. Ja. Und ich wollte jetzt irgendeinen Film, den, boah, ich veropere. Indiana ja, Jones, den letzten Kristallschädel vielleicht? Ja, den auch. Also die haben ganz viele. Wir brauchen so einen Assoziations-Civi, der uns immer merkt. So eine Karte also, hochhält. Gary, denk doch einmal nochmal drüber kurz nach. Ich halte nochmal kurz hier hoch, für die Leute, die es nicht sehen, das Mediabook nennt man es, glaube ich, ja. Von Electric Dreams ist raus. Es gibt es in drei Varianten. Das ist ein Film aus dem Jahr 1984. Und das ist jetzt so, das ist jetzt kein Must-See, ja, aber er geht so in diese Richtung. Es ist ein Kind seiner Zeit. Es ist eine Rom-Com und es geht um Computer. Und also, was ein Computer im Haushalt alles so anrichten kann. So, so Kevin allein zu Hause nur mit Computer. Genau, ja. Und dieser Computer wird im Deutschen gesprochen von, im Englischen wird er gesprochen von dem Schauspieler, der auch Harold gespielt hat in Harold and Maude. Und im Deutschen wird er gesprochen von Stefan Remmler. Ah, okay. Keine Sterne in Athen. Ich habe mich gerade über so ein Must-See, ob das die Filme sind, die Kühen beim Essen gezeigt werden. Nee, das sind Filme, die auf dem Segelboot immer so. Das ach so, ist, ja, Must-See, ja, haben mich vertan, ja. Das Pärchen wird gespielt von Lenny von Dolan, der auch aus Twin Peaks bekannt ist, der leider dieses Jahr verstorben ist. Und Virginia Madsen, ja. Lenny von Dolan ist leider. Aber es gibt ein langes Interview mit ihm auf dieser. Ja, großartig. Es ist eine Blu-ray. Sag mir noch mal, wer da die Regie führt, weil ich hatte immer gedacht, Julian Temple ist das. Nein, Steve Barron. Steve Barron ist aber auch einer. Ja. Ich glaube, das ist einer der ersten Filme, wo jetzt die, bei denen die Videoclip-Regisseure, wo die dann so anfingen, mal Spielfilme zu machen. Ja, genau. Der kam auch aus England und er ist genau aus diesem Umkreis von Julian Temple. Und das siehst du dem Film auch an. Der wirkt praktisch, das ist der erste Film, meiner Meinung nach, der wirkt wie so ein langer Videoclip. Ne? Und der Videoclip von Phil Oakley, Together in Electric Dreams, Roger Moroder, der damals ja hier Metropolis gemacht hat und alles ganz viel. Nein, das war Fritz Lang, aber George Moroder hat die Rechte die Musik dazu. Dann hinterher für es gab eine kolorierte Version und da wurde dann George Moroder drüber gelöst. Weiß ich noch. Weil Hans Zimmer war noch zu klein. Ja, sonst hätte er es gemacht. Ja, sonst hätte Hans Zimmer gemacht. Hans Zimmer war noch im Kinderzimmer. Richtig. Ja, genau. Und dann ist noch dabei, Maxwell Caulfield. Wir alle schätzen ihn sehr aus Grease 2. Ein Film, den außer mir keinem gesehen hat. Ich habe danach Flammen auf meine Zünde abgeklebt. Und hab's geliebt. Ich liebte diesen Film. Cool Rider. Ich bin großer Michelle Pfeiffer. Ich habe jeden Film mit Michelle Pfeiffer gesehen. Grease 2. Und wie gesagt, ein Kind seiner Zeit und gerade deswegen, wegen diesen ganzen technischen Neuerungen, guckt euch das mal an, weil so, das war wirklich so damals. Das war vor allen Dingen Internet, da wird ja Internet, wird ja da thematisiert und das hatte das noch nicht jeder. Ja. Oder wenn, dann nur in so einer wirklich sehr, sehr primitiven Art und Weise. Und das ist halt, wie sich dieser Computer, im Grunde ist das wirklich so ein Hell. Genau. Im Grunde ist das Hell, halt. der da das Leben auf den Kopf stellt von diesen beiden Protagonisten. Ja. Apropos Rom-Com. Kann das sein, dass es in letzter Zeit gar keine Rom-Coms mehr gibt? Doch, es gab die Rom-Com mit George Clooney und Julia Roberts. Okay, so viel dazu. Den habe ich gekauft. Den habe ich gekauft und habe den geguckt, weil ich dachte, George Clooney immer gut. Und das ist wirklich, das ist so eine Sache, Gary, die, also George Clooney, Julia Roberts spielen das super, aber das hättest du jetzt beim Kacken geschrieben, das Drehbuch. Verstehst du? Dankeschön. Nein, ich meine, dafür hättest du 20 Kompliment. Minuten gebraucht. Okay. Dafür hättest du 20 Minuten gebraucht. Da hat er bestimmt mehrere Phasen durchlaufen. Du hast gesagt, das hättest du beim Kacken geschrieben. Und Gary sagte, Dankeschön. Als ob das ein Prediger. Doch, ein Film wie? Das hättest du nebenher gemacht. Ein Film, als ob Gary Strebeck ihn beim Kacken geschrieben hätte. Ja, und er ist dabei nicht eingeschlafen. Darf ich kurz bevor wir darüber noch sprechen? Bevor wir darüber noch sprechen. Ja, ich habe selber gemerkt, was für eine Scheiße ich rede. Bevor wir darüber noch sprechen. So, dieses Mediabook, es gibt schöne Extras, wie gesagt, Interviews und Video und so weiter. Und es gibt einen durchgehenden Audiokommentar von dem lieben Kai, wo steht das denn hier? Von Dr. Kai Naumann und von Hennes Bender. Also hier durchgehend. Echt? Da pupst der Pudel. Ja. Self-Promotion at its best. Muss man auch mal sagen. An die Hupe hängt. Macht ja sonst keiner. So. Ja, ist ja richtig. Bitte sehr. Nee, aber wisst ihr, was ich noch geguckt habe? Dancing Queen. Wisst ihr, was ich noch geguckt habe? Nein.
die neuen Folgen von X-Factor. Jetzt erzähl mal von X-Factor, Gary. Was ist denn da los? X-Factor, viele werden es kennen, auf immer noch ein Riesenhit bei RTL 2. Es gibt 30 Folgen, die laufen bei RTL 2 rauf und runter und fahren jedes Mal, bei jeder Wiederholung, immer noch grandiose Einschaltquoten rein. Also, ne, also jetzt an, für dieses alte Format. Und da hat sich dann RTL 2. Ja, RTL 2 hat sich dann irgendwann gedacht, Mensch, könnten wir da nicht was Neues machen, irgendwie eine neue Staffel machen? Und da haben sich dann Fans zusammengetan, also aus einer Produktionsfirma, und die fingen dann an, da eine deutsche Version zu machen. Ohne Auftrag? Ich glaube, mit Jonathan Frakes, aber das war dann in Deutschland produziert. Das hatte dann auch, eine Folge haben sie produziert, 4 Geschichten, und das war auch ein großer Erfolg. Aber die Fans mochten das nicht, weil das war in Deutschland, das war alles so doof und so, mhm, und das war nicht synchronisiert. Und dann im nächsten Schritt haben sie sich dann, also ich erzähle jetzt eine lange Geschichte, ganz, ganz komprimiert. Und im nächsten haben sie gesagt, okay, wir fahren nach Los Angeles und produzieren da neue Folgen. Mhm. Und mit Jonathan Frakes, mhm, und das haben die dann gemacht. Und zu diesem Autorenpool gehörte hier unser lieber Kollege Roland Heep, der Henry, also mein Sohn, und ich. Und noch viele, viele andere Autoren. Und jeder durfte da was beisteuern. Und von Henry und mir ist das Segment Die Nonne. Und das ist schon ziemlich geil, wenn du dann plötzlich so eine Nachricht kriegst, ja, hier sind Fotos von der Nonne und so. Und denkst, ja, das wird jetzt gerade in Los Angeles produziert. Die haben dann wirklich in kürzester Zeit, haben die wirklich 40 Storys runtergerockt. Jetzt muss man ja dazu sagen, dass X-Factor, da hast du ja keine Zeit für Exposition. Ne? Also ja, eigentlich alles, was Henry kurz vorher noch in der Filmschule gelernt hat, konnte er komplett aus dem Fenster kippen, weil zum Beispiel dieses Show, Don't Tell. Ne? Das, ja, da war es genau umgedreht. Tell, don't show. Ne? Weil kein Geld da ist zum Showen. Ne? Ja. Und da, also diese ganze Exposition, also mit anderen Worten, die Vorgeschichte oder Figurenentwicklung oder so, das wird alles über Voice-Over erzählt. Und dann hinterher ist Jonathan Frakes, der sagt, war die Geschichte wahr? Oder haben unsere Autoren sie vielleicht da reingelegt und so? Ne? Und es war, ja, es war richtig geil. Die haben diese 40 Folgen gedreht. Zwei Episoden, 4 Folgen sind jetzt schon gesendet worden. Ja. Mit gigantischen Einschaltquoten. Auf RTL 2. Auf RTL 2, genau. Und so, deine, auch, das, deine auch? Meine auch. Und kann man die, also gibt's, ich weiß nicht, ob es sie bei YouTube gibt. Also, aber hat RTL 2, blöde Frage, hat RTL 2 eine Mediathek, wo man das sehen kann? Das kann ich dir auch ehrlich gesagt nicht sagen. Ja, ich glaube, RTL 2 kannst du gucken. Weil, ich weiß, RTL, das ist so eine App. Weil ich weiß, dass du es auf der Webseite von RTL 2 gucken konntest. Gucken konntest. Die Nonne. Du warst dann aber auch. War es gelogen oder war es wahr? Das sagen wir jetzt nicht. Das sagen wir nicht. Das ist wer dreimal lügt. Ganz ehrlich, das mit ist Wolfgang-Spiel. Auch. In einer Folge war eine 9-11-Geschichte dabei. Und deine Geschichte handelt von einer fliegenden Nonne. Und eine Geschichte über einen kopflosen Reiter in Mexiko. Und hinterher stellte sich heraus, obwohl ich spoiler jetzt. Du bist wieder am Spoiler. Ja, tut mir leid. Das ist eigentlich die Serie, für die du nicht schreiben solltest, du Spoilerboy. Ja, ganz genau. Du warst in München bei der, was war das, eine Präsentation? Ja, eine Premiere. Also die ersten beiden Folgen sind gezeigt worden und es war schon geil, da seinen Namen da zu sehen und so. Ich meine, wie gesagt, das ist jetzt, die Drehbücher sind 6-7 Seiten lang, aber es macht total Spaß halt dafür zu schreiben. Ist es schwerer, ein so komprimiertes Drehbuch zu schreiben oder ist es einfacher, wenn du mehr Zeit hast mit, weil du sagtest, Exposition und so? Nee, also ich empfand das als unheimlich befreiend, weil du einfach vieles tatsächlich über Dialog transportieren kannst und über Voice-Over. Und nein, das macht einfach totalen Spaß. Das ist wie so ein bisschen Urlaub. So von beim Kacken. Ja. Ja. Nein, aber von daher, also die Nonne. Die Nonne, das ist ein Segment von also es sind ja immer 4 Geschichten und das ist ein Segment und Wir haben den und eine Geschichte. Eine Sendung hat ja 4 Segmente, also 4 Geschichten. Ja, und aber du hast eine davon geschrieben. Eine davon, ja, also genau. Bitte, sag nicht Segment. Und wir haben auch schon Segment ist immer Teil von etwas Ganzem
Aber das ist ja eine Geschichte. Ja, das aber stimmt. Wir sind und doch alle Segmente. Wir haben auch schon jede Menge Sachen im Petto für die zweite Staffel, weil die ist praktisch schon, ich glaube, die ist mehr oder weniger schon gegreenlightet, weil, wie gesagt, die Einschaltquoten waren super und da haben die sich dann, ja. Großartig. Ja. Und vor allen Dingen, was mich besonders stolz macht, ist, dass Henry jetzt seinen IMDb-Eintrag hat. Das ist auch wichtig, ja. Das ist wichtig, klar, das ist ja quasi ist schön. Die International Movie Database, ja. Wo steht, was man im Fernsehen so alles gemacht hat. Ganz genau. Bei mir steht dann so die 10 beliebtesten Fernsehtiere der Deutschen und der große Gameshow-Marathon auf ProSieben. Dankeschön. Übrigens sind wir sogar bei IMDb mit drin, mit bei uns für unseren Auftritt bei Kino Plus, also bei den Rocket Beans. Rocket Beans, ja, das ist auch super. Ja, ist auch schön. Gary? Ja, sehr. Ja. Ich muss immer eine kleine Pause machen jetzt, weil ich habe gemerkt, wenn wir schneiden, das Ding, wir labern ja doch arg, also ineinander. Man könnte sagen, das ist ein Laber-Podcast. Man könnte sagen, wir haben also den Sinn dieses Podcasts durchaus verstanden. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben den Film des Jahres gesehen, oder nicht? Weird. The Weird Al Yankovic Story. Weird Al Yankovic. Genau. Und wir sind, ich glaube, wir können das wirklich sagen, wir sind alle drei große Weird Al Yankovic-Fans. Das sind wir in der Tat. Und dieser Film ist deswegen so großartig. Warum, Gary? Warum ist dieser Film so großartig? Ja, weil der ganze Film ist natürlich, nimmt sich nicht eine Sekunde ernst und ist eigentlich eine Parodie, wie das so üblich ist bei dem Meister, auf sämtliche Biopics, die es überhaupt jemals gegeben hat. Ich habe damit jetzt nicht so gerechnet, dass das so konsequent ist. Also du kannst nach diesem Film eigentlich sowas wie Bohemian Rhapsody oder Rocketman oder alle anderen... Doors ist da was drin und es ist so, wir haben glaube ich beim letzten Mal schon drüber gesprochen, die Dewey Cox Story ist auch so ein bisschen ähnlich, die ist ja eine mehr oder weniger direkte Parodie von Walk the Line, aber allein Daniel Radcliffe als Weird Al und ich meine, Entschuldigung, hier Madonna, hier Evan Rachel Wood ist auch absolut hin, die ganzen Cameos. Du siehst der Bösewicht in dem. Ja, auch da wieder ein Spoiler. Einfach mal im Nebensatz. Kann man doch mal sagen. Du musst es aber nicht sagen. Du hast mir einen super Auftritt, einen super Cameo-Auftritt gespoilert. Ja. Und ich habe dich gefragt, warum hast du das gemacht? Heul doch. Ja, ich heul ja jetzt. So. Ich wollte immer die Dokumentation sehen über Val Kilmer. Ja. Die seinen Sohn gemacht hat. Und weil Val Kilmer hat jahrelang, der hat eigentlich seine ganze Karriere von Anfang an, eigentlich schon als Teenager hat der schon gefilmt, beziehungsweise sein Bruder hat damit angefangen, der garantiert ein super Regisseur geworden wäre, wenn er nicht mit 15 ertrunken wäre. Und Val Kilmer hat diese Tradition aber weitergeführt und hat seine komplette Karriere wirklich ständig die Videokamera angehabt. Cool. Und sein Sohn hat daraus jetzt eine Dokumentation gemacht, die heißt Val, das ist eine Amazon-Produktion, die läuft auch bei Amazon, aber aus was für Gründen auch immer nicht in Deutschland. Und dann macht die einen fertig? Nein, sie ist sehr, sehr inspirierend und er spielt ja da auch mit, also der gegenwärtige Val Kilmer spielt ja auch mit und er erzählt, ja nun, es ist tragisch, aber nichtsdestotrotz hat der Mann ja immer noch sehr viel Lebensfreude und das kommt halt voll rüber. Ich mag die total. Das ist eine ganz, ganz fantastische Dokumentation. Ich kapiere überhaupt nicht, warum die hier nicht läuft. Das kommt bestimmt noch. Ja. Wollen wir mal hoffen. Wir hatten ja mal spekuliert darüber, wer Val Kilmer synchronisiert hat in Maverick, in Top Gun. Thorsten Sense. Nein, jetzt in dem neuen nicht. Na gut, in dem neuen ist es David Nathan. In dem neuen ist es David Nathan? Das ist David Nathan in dem neuen. Mach keinen Scheiß. Ja. Die haben ja seine Stimme, sie haben ja so ein KI-Lernprogramm, damit haben sie seine Stimme ja rekonstruiert. Ja. Und da ist David Nathan stark. Auf Deutsch stark. Ist es David Nathan. Stark. So. Aber ich glaube, das haben sie aber für den Film nicht benutzt. Der Val Kilmer, der sponsort das oder hat da ganz viel Geld reingesteckt in diese Entwicklung von dieser AI. Mhm. Aber ich glaube, für den Film haben sie das aber nicht benutzt, tatsächlich. Habe ich gelesen. Keine Ahnung. Man weiß es nicht genau. So, reden wir mal ganz kurz über den Trailer, auf den wir. Haben wir drauf gewartet oder nicht? John Wick 4. Ja, John Wick 4. Ich warte darauf immer. Es sieht leider gut aus, muss ich sagen. Das einzige Ding, mit dem du mir wirklich kommen kannst. Ich kann das auch im Tod nicht haben, wenn irgendwas vier Teile hat. Hm. So gerade, wenn das so eine Geschichte an der anderen hängt. Aber bei John Wick, die ja nie eine Handlung hatten, muss ich sagen. Die Prämisse ist sehr dünn. Sehr dünn. Hauchdünn. Im Gegensatz zum ersten Film, sie klauen seinen Mustang und töten seinen Hund. Absolut verständlich, warum er jeden ermordet. Ja. Wird sie danach schlagartig dünner.
Ja, so. Stimmt, ich kann dir nicht sagen, um was es im zweiten und im dritten Film geht. Ich nein, weiß absolut es nicht. Aber ich mag zum Beispiel das Continental, ein Hotel für Killer, wo du mit Goldmünzen bezahlst. Da kommen wir noch drauf. Das ist alles heute dünn, aber es ist in sich ein eigener Kosmos. Ja. Das mag ich so. Ja, ja. Ja, also der Trailer sieht auf jeden Fall. Erstmal finde ich sehr irritierend, dass das, der Film John Wick 4 heißt und nicht, weil der dritte hieß ja Parabellum. Und der zweite hatte, glaube ich, auch noch einen Untertitel. Ach so, ja, ab und okay zu macht man das aber, sonst ja kommen die Leute durcheinander. Meinst du? Ja, glaube ich ja auch. Ja, ja, stimmt. Ja, also ich bin ja da auch total skeptisch, weil ich denke, wie oft will ich das jetzt noch sehen? Aber ich muss sagen, dass doch dieser Trailer hat mir gefallen. Also da werde ich dann vielleicht doch mal. Wenn es gut gemacht ist. Und aber es ist natürlich irgendwann mal, gehen ihnen dann halt auch so die Sprüche aus, oder? Naja, es geht ja im Grunde nur. Ein guter Tod gibt es nur für ein gutes Leben. So, Abreißzettel. Ja, aber es trotzdem, es sollte den John Wick Weisheitenzettel ja, es geben. Ja, den Abreißkalender, ja, genau. Ja. Es geht ja im Grunde geht's ja nur darum, wie man kreativ Leute umbringt. Also das. Genau, das wollen wir sehen. Ganz genau. Und wie er sich da reinstrampelt. Ja, er gibt ja jedem mit 50er Hoffnung. Ganz genau. Während gibt es wirklich? Also ich sehe das. Nein, und bin eigentlich noch, nicht, aber ich sehe nur, guck mal, der ist auch Mitte 50. Das ist alles, was man dazu sagen ja kann. Gut, ja. Ich finde das auch klasse, wenn sich dann so ein weißt typ du, ich und Keanu Reeves, ich kann es nicht sagen, so wie du mit Steven Spielberg, aber ich finde, weißt du, wir sind ungefähr in demselben, genau wie ich und Brad Pitt. Genau. Nur, dass halt alles vollkommen anders läuft. Ja. Weil ich fleischig bin wie eine Qualle und Brad Pitt nicht. Schade. Mhm. Weiter. Aber wir haben ja mehrere Antagonisten natürlich und einer davon ist Bill Skarsgård. Ja. Also Pennywise. Und ja. Wo sind wir überall? Wir sind in Paris, wir sind in irgendwo in Japan, wir sind bei Indiana Jones 3 in der Wüste. Das sieht original aus wie hier, wie hieß das, Petra? Mhm. Da, dieser Tempel, also irgendwo was? In der Wüste. Ach so, ja. Der Tempel in der Wüste? Bei Indiana Jones 3, bei Letzte Kreuzzug. Der Letzte Kreuzzug. Da reiten die genau doch auf dieses Tor zu. Irgendwo ja, ist das ja. Marokko ja oder wo das ist. Oder Jordanien, glaube ich sogar. Jordanien. Ja, genau. Ja. Und so sieht das, er sieht halt alles so aus. Für mich wird es so ein bisschen abgehakt. Also guck mal, wir sind da und da. Guck mal, Paris. Guck mal, hier, hallo, hier. Ja, aber Paris, das sind ja die. Das sind ja die hier, da, das, hallo, ja. John Wick. Ja. Hier, hallo, Herrschaft, ja. Hier, Respekt, hier, Shakira. Ja, ich wusste es. Das sind ja die Showwerte, die diese Filmreihe ausmacht. Ne? Mach es, ja. Bring Leute um an exotischen Locations und möglichst kreativ. Okay, und jetzt checke ich das erste Mal, dass ich überhaupt nichts auf den Kopfhörern höre. Echt? Ja. Was ist denn los? Ich höre euch einfach so im Saal. Du also, hast sprecht mal. 1, 2, 3, 4. Test. Hörst du dich also selber wir, nicht? Wir hören. Also liegt es an der Mütze? Ja, ist okay. Nee, ja? Geht schon. Geht? Ja, okay. Geht, okay. Ja, Technik, die begeistert. okay, ich freue mich. Ich freue mich aber auch auf Equalizer 3. Also ich freue mich sehr auf Equalizer 3, ja, weil sie mir den Schädel wieder rasiert haben. Hab aber große Sorge wegen der deutschen Synchro. Okay. Weil den Mann, der es gemacht hat in Little Things, den können sie nicht nehmen. Okay. Also, ah, den habe ich noch nicht gesehen. Das ist ja, den guck dir mal an, der ist schön geschrieben in Rami Malek. Und Jared Leto, ne? Jared Leto in gut. Oh! Also nicht ich chargiere mir Knötchen ins Knie, sondern wirklich gut, in gut. Und alle in gut. Mit, das ist ein bisschen 7 trifft. Ja. Übrigens, Bohemian Rhapsody. Das kann ich übrigens schon mal verraten hier, weil du hast ja gesagt, wir wollen nicht über 1899 reden, ne? Aber leck mich am Arsch, bei dem Intro haben die aber mal richtig ins Geld gegriffen. Ja, also richtig toll. Man merkt es am Rest der Serie. Aber das ist die teuerste deutsche Serie ever. Aller, ja, ever. Durch den teuersten deutschen Vorspann. Aller. Der Rest wurde komplett in Babelsberg gedreht. Der Vorspann ist wirklich, wirklich ein kleines Kunstwerk für sich, muss man sagen. Sind sie ja oft die Vorspände bei Netflix. Ich erinnere auch und nur an Daredevil. Selbst der hat mir gefallen. Und womit hat das angefangen? Womit hat das angefangen, dass die diese Game Intros? Of Thrones. Game of Thrones. Nein. Lindenstraße. Nein. Der Neues aus Uhlenbusch. Der Gockel Konstantin macht weinen keinen hat Sinn. Hat schlafen keinen Sinn. Er soll am Boden bleiben und uns die Zeit vertreiben. Auweia, auweia. Der Hahn hat keine Eier. Boden bleiben reimt sich einfach Hoden reiben. Und okay, niemand und wer hat mitgespielt in Neues aus Uhlenbusch? Seine erste Rolle? Hitler. Moritz bleibt treu. Moritz bleibt treu, ganz richtig. Ganz so, wer hat angefangen mit dem Intro? Also ich würde sagen, dass so diese kunstvollen Vorspänner, die kamen mit 7.
David Fincher. Ja, okay, das ist aber jetzt Kinofilm. Wir reden jetzt von den digitalisierten Serienvorspänen, die oft den kompletten Song spielen. Nein, ja, ja, aber das basiert ja dann darauf. Oder hier von Fight Club, das Intro war auch super. Das ist ein Film, gell? Ja, das ist ein Film, aber das wurde ja dann inspiriert davon. Und klar, Westworld zum Beispiel. Westworld hat einen genau, super das ist Vorspann. Das. Aber das sind eigentlich elegant grafische, die Musik stützende Vorspänne. Sieben war ja ein schmutziger, dreckiger Vorspann. Das war ja nur klack, klack, klack. Naja, Stift, aber der die Stimmung super rübergebracht hat. Ich sag nur, der Abspann von Sieben, wo die Schrift nicht von oben nach, also umgekehrt lief. Nicht von unten nach oben, sondern von oben nach da unten. Da war ich schon raus. Und dazu lief, weil ich weiß noch, ich saß mit meinem Freund Thomas Dreibrot, schönen Gruß, in Sieben. Und er beugte sich zu mir rüber, und das war 95, und er beugte sich zu mir rüber, und er sagte, weißt du, welche Platte unheimlich zu dem Film passt? Ich so, ja, die neue Bowie, da war gerade die Outside raus, wo es um so einen Kunstmord ging. Und als dann dieser Abspann kam, und das Lied von Bowie kam, aus der Outside, Hearts with the Last, wir so, gucken uns an, wir müssen hier raus, das war also so geängstigt, habe ich mich selten. Aber ich muss sagen, ich fand's armselig. Wir hatten schon mal das Thema. Ich hab mir echt gewarnt, Brad Pitt kriegt ein Paket, warum freut er sich nicht? Das war der Gedanke. Es war wahrscheinlich der gleiche Bote, der dir eben gerade die Straße Die Straße aber komplett zugeparkt hat. Ja. DHL, der Film. Nein, wir hatten, glaube ich, anders. Wir hatten schon mal das Thema mit den Vorspänen, welcher Vorspann am tatsächlich besten war. Und da war HBO, glaube ich, auch ganz weit vorne, nämlich mit Six Feet Under, glaube ich. Ja, das stimmt. War, glaube ich, ja, aber was ist denn der beste Filmvorspann? Das machen wir irgendwann mal als Mystery Box Rätsel und nicht jetzt. Also ganz spontan aus der Hüfte fällt mir ein Superman. Oder Superman. Moment. Wo immer die. Wo ja, so ich würde so Superman. Ich würde aber sagen Batman Returns. Oh, Pee Wee Herman. Pum, Kind rein und dann die ganze Fahrt durch die Kanalisation. Das ist ja die. Genau. Das ist super mit diesen ja. mit Elfman und dann. Genau. Ja, aber reden wir nochmal. Ne, die Erschaffung eines Superschurken mal abgehakt im Vorspann. Genau. Richtig nice. Ja, war gut. Ohne Dialog, ohne Sprechen. Ohne Dialog. Nur ein einziges Gestöhne und dann weg. Mhm. Finger. Und wer ist der Vater von Penguin? Pee-wee Herman. Pee-wee Herman. Paul Rubens. Genau. Ich kann das gar nicht, weil ich finde es so absolut schrecklich. Ich habe diesen Paul Rubens Film geguckt. Dieses Pee-wee Herman's Big Adventure von Tom Hanks. Tom Hanks. Der erste von Tim Burton. Hanks. Tim Burton. Ey, alter Falter. Das ist so geil. Das ganze Frühstück, du bist nass geschwitzt. Hallo, 10 Minuten. Mr. Breakfast Guy. mit dieser Truckerin, die sich dann umdreht. So. Das war alles so beschissen. Aber seine Karriere hatte ja auch einen Knick, ne, als man ihn beim Masturbieren im Kino erwischt hat. Im Porno-Kino. Naja, okay, dann bei Bambi. Entschuldigung. Der saß in einem Porno-Kino und hat sich einen runtergeholt. Hallo? In einem Land, wo Leute sich ein Maschinengewehr kaufen können, wird einer verhasst. Ja, aber dann soll er sich eine Baseballkappe aufsetzen. Ja. Nicht als Pee-Wee Herman rein. So. Du wirst sofort erwischt. Das hat überhaupt keinen Wert. Nein. Haben wir eigentlich jemals über diesen Film hier mit Paul Rubens, auch mit Ben Stiller? Wo Mystery Man. Genau. Wo er die Superkraft hat, die wir alle kennen. Ja. Er kann Leute durch seine Flatulenz zur Ohnmacht bringen. Ja, super. Oder hier der Typ mit den Gabeln. Mutter die Gabeln. Leg die Gabeln zurück. Halt's Maul, Mom. Das ist alles fantastisch. Ja, der Typ, der unsichtbar werden kann, aber nur, wenn keiner guckt. Nein, warum? Mr. Fantastic. Die Disco Boys. Die Casanova Frankenstein. Ja, der Schurke, ja, gespielt von Geoffrey Rush. Eddie Izzard spielt einen der Disco Boys. Die machen nichts anderes im Hintergrund auf so einer Tanzfläche. Es ist fantastisch. Ja, das ist ein ganz cool. Und Tom Waits spielt den Q, der Typ, genau, der die Waffen baut. Ja. Das ist auch ein Film, der ist irgendwie. Er hat doch das beste Superhelden-Casting. Ja. Wer als die Jean Garofalo reinkommt mit dem Schädel ihres Vaters in einer transparenten Bowlingkugel. Ja. Und das ist einfach. Mystery Man ist ein ganz fantastischer Film mit Greg Kinnear als der Obersuperheld. Der quasi so dieser vorgenommener Homelander. Homelander, genau, weit vorweggenommener Homelander, gelabelt und so weiter. Fantastisch. Absolut, den richtig, sie aus Versehen töten. Sie haben einen falschen Schalter umgelegt. Und Shovelman hier, William H. Macy ist es. Ja,
Ja. Der kriegt doch immer Ärger Schaufel. Von seiner Frau, ja. wenn sie wieder mit der Schaufel rumlaufen. Ja. Das stimmt, das war eigentlich der erste Film, der Mystery das so ein bisschen... Und der war fantastisch. Der war ja. fantastisch. Ja. Also der hat diese ganze Superhelden... Diese ganze Superhelden Mythos praktisch auf die Schippe genommen, bevor das überhaupt richtig losging. Auf die Schippe. Dann gab es noch Sphinx, gespielt von Wes Studi. Ja, der nur ja. so, weißt du, zweifelt deine Power, dann powerst du nur deine Zweifel. Klaus Dieter Klepsch hat ihn gesprochen, ja. Ja. Ja, ja. Der die ganze Zeit nur so. ja. Wenn du die Wut übernimmst, übernimmt die Wut dich. Die ganze Zeit nur so Kalendersprüche. Immer. Ja. ja, genau. Das wäre ein schönes Crossover, John Wick und Mystery Man. Und die würden sich gegeneinander überreden. Und der Shane McKings. Ja, Shane. Ian McShane müsste ja quasi... ist dir aufgefallen, dass im Trailer von John Wick 4 Ian McShane nicht von Klaus-Dieter Klepsch synchronisiert wird? Ja, ich habe mich sogar herabgelassen auf YouTube. Alle Leute monierten das. Ich nehme an, dass Klaus-Dieter Klepsch in diesem Moment keine Zeit hatte für. Das ist häufiger bei Trailern so und dann aber im Originalfilm natürlich gesetzt ist. Es ist im Trailer, ist es aber Lutz Riedel. Aber manchmal haben die keine Zeit. Es ist Lutz Riedel im Trailer. Ja, auch Lutz Riedel ist ein fantastischer Sprecher, aber ich denke mir, sie werden auf Herrn Klepsch zurückgreifen. Ja, glaube ich auch. Ja. Wollen auch müssen. Wir haben euch beim letzten Mal gefragt, was euer Lieblingshotel war, beziehungsweise in welchem Hotel ihr gerne mal übernachten würdet. Erstaunlicherweise gab es zwei Hotels, die überhaupt nicht genannt worden sind. Nämlich das Bates Motel. Warum will man denn nicht im Bates Motel aus Psycho übernachten? Ja, aber interessant. Tatsächlich. Und keiner hat über Fawlty Towers was geschrieben. Interessant. Fawlty Towers sofort. Fawlty Towers. Aber in dem Wissen, ich gehe jetzt in kein Hotel ohne Wanne. Und das ist ja beim Psycho-Haus so. Ja. Aber Bates Motel, es war ja ein Motel. Und Motel kannten wir in Deutschland ja gar nicht. Nee. Wir kannten ja keine Motels. Ich dachte immer, es wäre falsch geschrieben. Ja. Motel, eine Mischung aus Mutter und Otel. Ja. Und das Eigentliche ist ja das Haus. Stimmt, haben wir heute noch nicht. Ne? Ja, nee. Es gibt Motels doch. Es gibt Motels. Ja, klar gibt es Motels. Ja. Es gibt ganze Motelketten. Das ist dieses Vorfahren. Motelketten in Manhattan. Motelketten in Manhattan. Den Ratten. Den Manhattan gibt es. Ratten werden es nie so gut können. Ratten, auf denen kann man reiten. Nee, sollte man nicht versuchen. In Witten. So. Kann nur dahin. So, jetzt haben einige uns natürlich geschrieben. Sehr, sehr viel. Wir haben ja das Overlook rausgenommen. Ja. Weil das zu offensichtlich ist. Das ist eigentlich das Offensichtliche. Das ist ja auch das Hotel, was auch schon in anderen Filmen nochmal nachgebaut worden ist. Mhm. Also vor allen Dingen in Ready Player One. Ja. Das hat Herr Spielberg uns aber auch wundervoll in Dr. Sleep. Ja. Ja. Aber als Spielberg uns das erzählt hat, persönlich uns das erzählt hat, dass er wirklich das nachgebaut hat. Mhm. Ich habe gedacht, das wäre jetzt irgendwie so digital und so. Nein, das war schon. Wer hat denn da Spielberg nochmal gefragt? Was wird nicht sogar mit dem Blut? Mensch, wie haben sie das denn hingekriegt? Ich glaube, das war mit Computern. Ich glaube, das war ich oder Schröcki war das. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ja. Aber hat Spielberg nicht zu dir gesagt, dass du so aussiehst wie er? So, also, wir haben das Overlook mal rausgelassen. Habt ihr mal in einem Hotel übernachtet, das dem Overlook nahe kam? Ja, habe ich. Das war in Hamburg gegenüber dem Hauptbahnhof gibt es so ein Hotel. Das ist sehr, sehr, sehr viel, also du gehst und dann kommt so eine Wendeltreppe nach oben und wo Fahrstühle sind, musst du erst mal gucken. Ja. Das ist so ein bisschen muffelig auch so. Das kann man nicht, das atmet so die 30er Jahre und ist noch nicht ganz billig, aber direkt gegenüber vom Bahnhof ist eine komische Ecke in Hamburg, zeige ich euch dann. Und wenn du da in die Lobby gehst, also ich bin da in die Lobby, ich hatte da ein Zimmer, aber das Zimmer, das war aber ganz woanders. Das war wirklich Treppe hoch, dann kam Fahrstuhl. Das war so 900 Gänge später in so einem Eckfick-Ding. Ja, wenn du gesagt hast, rauch vorher. So. Und ganz puschelig und muffelig. Und ich weiß noch, dass ich reinging und die Treppe herab kam mir entgegen dieser Schauspieler mit dem wenig Haaren, der auch ab und zu im Tatort spielt, der immer dieses Genie ist, das deutsche Schauspiel-Genie. Joe Bausch. Nein, nicht Joe. Nein. Ich komme jetzt nicht drauf. Egal. So. Der hat auch eine Band. Axel Prahl. Nein. Wir.
Ich will das jetzt sofort wissen. Wir waren zusammen tatsächlich in einem Hotel, was dem so ein bisschen ähnlich kam, nämlich wo die Presse-Junket war von Ready Player One. Das war auch so ein Hotel. Du meinst das Hotel, wo wir auch waren das war das gleiche von Suicide Squad. Suicide Squad, ganz genau. Das war so ein Teil. Ja, so ein bisschen. Na, das war so also ein typisch englisches Nobel-Ding. Also ich glaube, dass das Design von Shining, das ist ja das Hotel, das Innere gab es ja nicht. Das ist das Hotel innen ist ja in London gedreht worden. Und außen ist es ja wirklich ein Hotel gewesen, was in Colorado oder irgendwo da steht im Mittleren Westen. Ja. Aber Kubrick wusste ja, dass es solche Hotels gibt. Ja, ja, natürlich. Ja. Also ich war mal in New York, in Century Paramount, weiß ich noch ganz genau, weil das ist halt ne, Ecke 46. Straße und Times Square. Und weiß ich noch, da war ich damals das erste Mal mit meiner Mutter. Und wir haben dann ein bisschen was zu essen mit aufs Zimmer genommen und dann mit einmal hörten wir so Kratzgeräusche. Mhm. Da waren halt Mäuse in der Zwischendecke, ne? Und am nächsten Morgen ist meine Mutter zu dem Typen gegangen da an der Rezeption und meinte, ich glaube, sie haben Mäuse im Hotel. Und der guckt sie nur so an und grinst sie nur so. Das war echt total lustig. Aber die Deutschen wieder, ganz genau. Aber ein Hotel, wo ich ganz gerne gewesen wäre, das ist das International Hyatt House aus den 70er Jahren, was auch in Almost Famous thematisiert wird. Ja, da sind das, wo immer diese ganzen Rockstars. Da sind wir dann so im Hotel Chamon, hier dieses L.A., dieses berühmte Hotel, wo John Belushi gestorben ist. Das ist das Chateau. Chateau Marmont. Genau. Da will ich immer mal hin, aber die Nacht kostet $900 und das verursacht solche Schmerzen, dass du dich da keine Minute hinlegen könntest, weißt du? Nee. Ich bin Anfang 2020, das weiß ich noch, es lag ein wenig Schnee, habe ich in einem Golfhotel gespielt, in dem Saal eines Golfhotels in Neuwied bei Koblenz. Und es war dunkel und ich fuhr diesen Berg hoch zu diesem Golfhotel und es ist nebelig und es lag Schnee. Und ich hatte wirklich die Musik. Hattest du die Vibes? Ich hatte genau diese Carlos-Musik im Ohr von Shining. Ich habe gedacht, innen sah es dann zum Glück anders aus, aber es gibt, glaubt uns, es gibt diese Hotels. Es gibt diese Hotels, und es gibt die Geschichte von Dresenlesen, also von Jochen Malmsheimer und Frank Gosen, die haben sich damals in die Verträge reinschreiben lassen, keine Hotels mit Tiernamen. Ja, das ist auch wirklich und wahr. Und das haben viele Leute übernommen auch, also viele Künstler. Aber auch nicht, wo der Vorname der Besitzerin drin ist. Pension Angelika taucht auch nichts. Pension Petra, also keine Tiernamen und keine Vornamen. So, mal ein Beispiel für ein Pension mit Tiernamen. Zum schwarzen Eber. Zum weißen Hirsch. Zum Hirsch. Grünen Bär. Das ist immer mit so Milchglas. Adler. 70er Jahre. Wohnzimmer-Trenntüren. Richtig bekackt. Das denkt man immer so, das ist so diese Romantik des Unterwegssein. Und das hat am Anfang auch was. Und am Anfang pennt man aber auch ganz am Anfang in irgendwelchen Künstlerwohnungen oder beim Veranstalter im Haus. Und irgendwann mal. Was hast du das letzte Mal beim Veranstalter gepennt? Das war tatsächlich in Erlangen. Und danach habe ich gesagt, Wissenswertes über Erlangen. Da war Max Gold dabei, ne? Nicht in Erlangen, sondern bei dem Song. Das war Max Gold. Ja. Die sind damit in der Hitparade aufgegangen. Erlangen. Vor jeder Saar. Ach so, das war nicht Less immer essen. Ja, genau, das war Less immer essen? Less immer essen gab es als Band und das ist das Schiff aus Dead Man Don't Wear Plaid. Genau, aus Tote Trank. Immer essen. What's immer essen? It's German, it's called always eating. German, mit dem Kaffee ist meine Lieblingsszene. Friends of Carlotta. Kaffee ist es auch. Friends of Carlotta. You try my new Java. Ja, you try. Hey, I took a bullet for you. Your pajama. You left your pajama. Stimmt. Großartig, schon wieder zu sagen. Rachel Ward. Rachel Ward. Catch me. I'm a butler, not a catcher. Großartig. Ja, Carl Reiner. Ja, ganz oben auf der Liste, weil wir das Overlook natürlich rausgenommen haben, weil das war offensichtlich, ist natürlich das Continental. Für mich auch das Continental. Aus John Wick. Platz 1. Genau, das ist Continental. Absolut Platz 1. Platz 2 war das Grand Hotel Budapest. Ja. Auch. Ja, da brauchte man damals in so DDR-Hotels.
Hotels, ja, aber das hat, nee, das so hat wirklich, nee, das hat, ja, aber es hat noch mehr so dieses osteuropäische, ja, dann doch, ja, dann, ja, nochmal, nochmal. Dann ganz viele das Hotel Transsilvanien tatsächlich aus dem, ja, Trickfilm. Ja, 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 da, super, würde man auch. Das wurde auch nicht genannt, aber da würde, hätte ich gerne. Pension Schöller. Pension Schöller, das ist diese Boulevardkomödie. Hier Tür auf Tür zu. Das ist das klassische deutsche Theaterstück. Ach so, ja, okay, mit dem Typ, der das grandios. Habe ich auf DVD mit Harald Junke. Mit Harald Junke, okay, Wolfgang, ja, Kieling, Wolfgang Völz, Brigitte Mira, ganz toll. Der Fitzmann spielt da auch mit, aber Fitzmann, es gibt auch eine Version, wo Fitzmann die ja, Hauptrolle spielt. Auch großartig. Pension Schöller, das hat sich natürlich damals immer so angeboten, weil so ein Hotel-Setting, deswegen hat Fawlty Towers ja auch gut funktioniert, ist dieses klassische Tür auf, Tür zu, von, ja, ja, einem Raum in den, ja, anderen. Was haben wir gelacht damals? Ist so immer noch gut. Ja, immer noch gut. Immer noch, okay. So, dann hat jemand erwähnt, und darüber bin ich sehr, sehr dankbar, das Guesthaus Paradiso. Habt ihr diesen Film jemals mit gesehen? Mit Robin Williams. Nicht mit Robin Williams. Nein, das ist Playa, dieses Resort Paradiso. Okay. Guesthouse Paradiso ist mit Adrian Edmondson und mit diese beiden Kaputtniks, dieses komische, wo das Haus am Ende des Cliffs, ja, ist, ja, ja, genau, und wo es einfach nur grob, das kommt mir bekannt vor, ja, 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 ja. Mhm. Rick Mahal und Adrian Edmondson, genau, und der Blutjunge, ach, ja, der, ja, ja, Blutjunge Simon Pegg spielt, mhm, mit, ja, das ist so eine, ja, typische, genau, englische, der spielt übrigens auch bei Band of Brothers mit, nur so, ja, Side, ja, Note, ja, so, Rotzkomödie, so, ja, jemand wollte mal ins Schloss am Wörthersee. Ja, naja, okay, kann er ja. Boah, ja, ich habe wirklich viele Urlaube mit meinen Eltern in der Nähe von Felden verbracht und da kann ich sagen, nein, da willst du nicht hin. Da, ich habe viele wirklich, Urlaube in der Nähe von Feldern verbracht. Oder von Geld Feldern. Hatten. So, das Plaza in New York aus Kevin allein zu Hause 2. Ja, Kevin in New York. Ist ja jederzeit möglich, fantastisch. Ja, genau. Dann das Dolphin Hotel. Das Dolphin natürlich aus 1408. Genau, und dann das natürlich ist, auch, ja, das Zimmer 1408. Das Dolphin, ja, nee, 1408. Das ist, der Film ist in Ordnung. Aber die Geschichte ist bahnbrechend gruselig. Mhm. Also ich empfehle die Geschichte. Das Buch. Ist das nicht ein Kurzbuch? Ja, es ist eine Kurzgeschichte innerhalb des Buches Blut und Rauch, heißt das Buch. Es ist auch in Anthologien erschienen. Ja. Die Geschichte heißt 1408. Die war als Schreibbeispiel in seinem Buch Das Leben und das Schreiben, wie man eine Geschichte entwirft. Ah, ja, stimmt. Ne? Namen kürzen. Das ist da drin. Ja, ja, klar. Ah, super, das ist geil. Ein Teil ist da drin, um zu erklären. Und diese Geschichte ist bahnbrechend gruselig. Erst die Geschichte lesen und dann das Buch, dann das über das Schreiben des Buches? Nee, oder das, das die Geschichte lesen. Die Geschichte lesen, besser noch die Geschichte hören. Es gibt von, heißt der, wie, der Pleitgen, Ulrich Pleitgen, nee, wie hieß der Sprecher? Pleitgen? Ulrich Pleitgen? Ach komm jetzt, warte der, mal, der spricht so fantastisch, das ganze Hörbuch, der Herr Pleitgen. Ulrich Pleitgen war der WDR, vom, der Intendant vom WDR. Fritz Pleitgen. Fritz Pleitgen, dann war es Ulrich Pleitgen. Irgendein, ja, genau, Pleitgen. Der Herr Pleitgen jedenfalls spricht das so fantastisch, dieses Hörbuch. Mhm. Ein bisschen nicht böse gemeint, besser als David Nathan, ehrlich gesagt. Beklommener, gruseliger, geiler. Aber die Version von David Nathan als Hörbuch ist ebenfalls fantastisch. John Cusack, ne? Unfassbar. John Cusack. Da gibt's der auch Film ist primär unnötig. Man musste eine Geschichte, die in der gesamten Leslänge, wenn du dran gehst, dauert das 40 Minuten so ungefähr. Mhm. Und da mussten sie zu sehr visuell aufpumpen. Ja, ja, ja. Ist ja und die Geschichte lebt unfassbar von Ideen und random kleinen, also unglaublich. Ja, ja, ich muss ja kurz was sagen. Ich saß gestern aus einem glücklichen Zufall, saß ich gestern Abend zwischen Andreas Fröhlich und Dietmar Wunder. Ja, stell das mal vor. Und die beiden haben sich unterhalten und ich hatte hier Daniel Craig und hier hatte ich John Cusack, also Edward Norton, die ja gerade den zweiten Knives Out Film, ja, auch synchronisiert, ja, haben. Und ich habe wirklich gesehen, das, was, what the fuck mache ich hier? Mm. Das ist wirklich, die Synapsen, das ist immer wieder so. Es ist immer wieder so. Das ist immer wieder so. Das ist kein Abnutzungseffekt bei guten Synchronleuten. Das war wirklich bei Synchronschauspielern. Nur mal kurz, ich wollte nur mal kurz angehen. Das fliegende Hotel aus dem Planeten Folston, aus Das fünfte Element, habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich auch nicht. So, das, ja, natürlich, ganz klar, das Great Northern Hotel aus Twin Peaks. Ja. Zimmer, ja, 315. Ja, ja, ja. Diese Holz- ja, also echte Holzstämme, ja, wurden da, ja, verbaut. Stimmt, stimmt. Absolut, gut, natürlich großartig, das Hotel. Wieso? Jemand würde gerne mal in dem Hotel übernachten, in dem Elwood Blues, der Blues Brothers lebt. Ich glaube, das ist das mit der S-Bahn. Mit, ja, das ist das, wo er sich was zu essen macht. Und ja, das, ja, genau, das muss auf der Ebene so sein. Von der, ja, genau, mit auf der so Ebene einem ultra kleinen Zimmer. Ja, genau. Super kleinen Zimmer. Ja. Hier, deine Käsecreme. Und ja, was ist Käsecreme? Da hat er doch diese Käsecreme in dieser Drückdose da. In diesem, genau, das ist in der Sprühdose. Haben, ja, ja, das, wo, ja, er oft draufsteht, with real cheese. Ja, ja. Smells like teen spirit, ja, genau. Ja, ja. Dann noch der tropfende Kessel aus Harry Potter. Ja, ja, das ist gar keine schlechte Idee. Ja. Es gibt ja einfach auch Hotels, die es ja, also es gibt ja wirklich auch dieses Hotel, den Galactic Star Cruiser,
das Star Wars Hotel in Orlando, in Disneyland, Disney World. Und da kostet die Nacht dann aber auch irgendwann so. Da hast du dann aber auch so Aufgaben in dem Hotel. Das ist wie so ein Hotel als Escape Room. Ach so, geil. Okay. Ja, auch noch. Ich dachte, du musst da noch Schuhe putzen. Hotel. Oder? Aber ich habe noch ein paar Sachen so zum Vorlesen hier. Da wollte jemand gerne in das Miramont. Ach, der hat sogar hier. Warte, ich lese mal kurz vor. Für mich ist 007 hier der personifizierte Tourismus-Hotel-Experte. Ich persönlich war schon im Miramonti Majestic Hotel in Cortina d'Ampezzo aus For Your Eyes Only, dieses Skigebiet. Mhm. Da war er schon mal. Geiler Typ. Dann kommt das Monsignor aus Four Rooms. Monsignor. Das ist ja ein Film über ein Hotel. Auch. Über ein Hotel, ja. Genau. Beiwohnen eines Hexenzirkels, Gangster, die völlig sinnbefreit Wetten abschließen und sich Finger abhacken und ein völlig überforderter Nachtpage. Was will man mehr? Wer war der Nachtpage? Nicht Quentin Tarantino, es war Tim Roth. Tim Roth. Genau, und das war nämlich auch wieder so ein Episodenfilm. Ja. Rodriguez und Dinge. Rodriguez, Tarantino genau. Und so, weiß ich nicht. Das ist auch sehr schön. Die Suite im Flamingo Hotel aus Fear and Loathing in Las Vegas. Ja. Und da bitte ich doch jetzt mal, Thorsten, das hier vorzulesen. Ab Pink. Thorsten schreit, dann setzt sich seine Lesebrille auf und schreitet zur Tat. Ab Pink, warte mal. Ab Pink. Pink bzw. rosa ist wirklich nicht meins. Aber diese Zimmer sehen einfach aus, als hätte William S. Burroughs im Acid-Rausch eine leicht verstörende Kurzgeschichte geschrieben, aus der Stanley Kubrick ein Drehbuch adaptiert hat, das David Lynch dann verfilmt hat, und zwar über den schrägen 72-stündigen LSD-Trip in einer bipolaren Barbie mit schizophrenen Tendenzen, die einen Wachtraum mit Martha Stewart, Harald Glöckler und Howard the Duck erlebt. Sehr gut. Achso, das Flamingo. Sehr schön. Ja, das ist das. Und dann hat noch jemand was über, das könntest du auch direkt weiter, über das Dolphin Hotel. Das Dolphin, ja, das Dolphin. Ja. Das genau, wir kaum das vor Augen haben. Ja, das ist nicht so präsent, das stimmt. Ja. So. Mir fällt als erstes das Dolphin Hotel aus dem Film Room 1408 ein. Ich hätte sogar beinahe in dem Hotel übernachtet. Das Film wurde in dem Roosevelt Hotel in Manhattan gedreht. Dort war ich ursprünglich für meinen Urlaub in New York vor ein paar Jahren eingebucht. Wenige Tage vor der Abreise bekam ich eine Nachricht von dem Reiseveranstalter, dass man aufgrund verschiedener Qualitätsvorstellungen die Zusammenarbeit mit diesem Hotel beendet hat. Was immer das auch bedeutet, möchte ich gar nicht genau wissen. Verschiedene Qualitätsvorstellungen. Wahrscheinlich Mäuse. Es ging, glaube ich, um mehrlagiges Klopapier oder so. Mhm. Das Fear and Loathing in Las Vegas, also ich bin auch schon oft breit in Hotels eingecheckt, wo ich dachte, wo bin ich jetzt hier? Ja. Und vor allen Dingen dann so Hotels, als das anfing mit diesen scheiß Karten und nicht mit den Schlüsseln und dann schließt du dich selber aus, es war auch Wahnsinn. Dann möchte jemand mal gerne im Motel im Schitt's Creek übernachten, aus der Serie. Schitt's Creek. Ja. Was haben wir hier noch? Das tänzelnde. Das ist ja sowas wie Bates Motel. Das ist so eigentlich das Bates Motel in lustig, genau. Ja. Ohne. Und die Herberge zum tänzelnden Pony, da frage ich mich auch natürlich, Herr der Ringe, da hätte man schon auch mal so eine Erlebniswelt mit Übernachtungsmöglichkeit. Ja. Eigentlich war das ja auch bei Westworld so, also im Originalfilm mit den Hotels. Das wäre auch geil. Ja. Und dann noch auch sehr schön, ich würde gerne ins Hotel Cortez aus American Horror Story absteigen. Ja, das Cortez, aus dem du auch nie rausgekommen bist. Ja, American Horror Story. Das sind auch mal Anthologieserien, die jeden Horror-Mythos einer Epoche aufnehmen und immer die gleichen Leute spielen, also Jessica Lange zum Beispiel, Jessica Lange. Ja. Ja. Ist das da, wo sie Live on Mars singt, glaube ich, ne? Ja, genau. Und das sind immer die gleichen Protagonisten, die immer wieder ein neues Jahrzehnt mit Horrormythen bestücken, sei es die 80er, sei es der Black Hill Horror. Interessantes Konzept. Fantastisch. Ja. Gewalttätig, fantastisch, philosophisch, oft gegen den Strich gebürstet, oft auch völlig, dass du sagst, okay, geil. Und natürlich American Horror Story immer fantastisch. Und ist die Serie durch? Also, ich glaube, die ist durch. Es kommen immer wieder welche. Das ist natürlich für jeden Produktionsdesigner, für jeden Raumausstatter. Ich glaube, Schumacher war erst Raumausstatter, ist dann Joe Schumacher bei Halston. Joe Schumacher erwähnt. Bei Halston. Er war erst Assistent und Freund von Halston. Ja. Und dann ist. Aber das wäre ja der logische Schritt. Du bist Raumausstatter, bist Produktionsdesigner und dann irgendwann Regisseur. Ja. Genau. Es gibt ja Quereinsteiger, ne? Ich weiß nicht, wie das gemacht wird. Wie sang Don Henley so schön? You can check out, but you can never leave. Genau. Never leave. Never leave.
Dankeschön für eure rege Teilnahme. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Alle Teilnehmer sind in dieser Form, schönen Schale. Und ich halte sie mal in die Mitte. Wer möchte? Thorsten grabbelt mal. Schal, schöne Form. Der Gewinner unserer, oder die Gewinnerin. Ich habe ein Hakenkreuz gebildet mit den Zetteln. Sehr schön. Ich habe extra gebastelt hier. Weil Gary die Hitler-Dokumentation gesagt hat. Komm, ich bastel mal ein bisschen hier. Ja, das wird jetzt ein bisschen eng, aber es ist Matthias aus Dortmund. Matthias aus Dortmund. 9 so. Personen meldeten sich darauf hin. Oder ja. 90. Aber ich glaube, nur ein Matthias hat uns geschrieben. Glaube ja, ich. Ja, ja, da kann Matthias ich ja aus Dortmund. Wir können das ja vorbeibringen, das ist ja bei uns um die Ecke, ne? Sozusagen ja. In der Nachbarschaft. Matthias aus Dortmund hat unsere Mystery Box gewonnen. Die nächste, herzlichen Glückwunsch, die nächste Mystery Box geht an die oder denjenigen. Riddle us this, also auch wieder kein Rätsel, sondern auch ein Vorschlag. In welchem Restaurant oder in welchem Diner oder in welcher Gaststätte möchtet ihr mal gerne essen? Aus einem Film natürlich. Oder vielleicht wart ihr schon mal sogar da. Mensch, wo holst du denn immer diese Fragen? Vom Hotel zum Restaurant ist der Schritt relativ klein. Ist jetzt naheliegend. Welche Gästetoilette? Ja, aber das genau. Erst in einem Monat. Das erst in einem Monat. Also, in welchem Restaurant, Diner oder Gaststätte möchtet ihr gerne mal essen, wenn es möglich wäre, aus einer Serie oder aus einem Film? Schreibt uns bitte unter post@streterbender-streberg. Genau. Post wir blenden das ein für Leute, die das auch sehen. Machen wir wie immer. Und der Einsende bitte auch mit Betreff Mystery Box 102. Ja? Genau. Schreibt also jetzt nicht nur Matthias aus Dortmund, sondern schreibt vielleicht ein bisschen. Und darf ich mal kurz was sagen? Bitte. Es wäre schön, ich meine, die meisten sind ja immer sehr ausführlich in ihren Antworten, was ich auch toll finde. Ja. Ja. Aber es gibt immer so ein paar Hiopais dabei, die einfach nur noch nicht mal, hallo oder ihr Lieben oder irgendwas, sondern einfach nur den Namen dahin schreiben und dann... Das reicht nicht. Also schon auch ein bisschen was dazu. Es muss kein Sermon sein, aber so ein bisschen was dazu. Ja, und das bitte, wenn ihr uns das schreibt, das ist meine persönliche Bitte, wenn ihr uns das schreibt, in welchem die Antwort von euch, bitte schreibt nur das. Schreibt nicht irgendwelche Wünsche oder dass wir irgendwo hinkommen sollen, weil das kann ich nicht bearbeiten. Das ist mir zu viel. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Also macht das dann lieber separat. Also schreibt uns nur bitte die Antwort, in welchem Restaurant, Gaststätte oder Diner möchtet ihr gerne mal Happa machen, Trinki und Pipi machen. So, Einsendeschluss sage ich jetzt einfach mal, weil wir werden es zum Live-Podcast nicht schaffen. Ich sage jetzt einfach mal, der 23.12.2022. Oder? Okay. Ja? Okay. Ja. Wir haben letztes Mal übrigens Halloween Kills und Halloween Ends dauernd verwechselt. Dauernd, ja. Aber auch der Titel war Halloween Ends war mit den sprechenden Bäumen. Ja. Und Halloween Kills war mit diesem schottischen Rücken. Aber wirklich, ich hatte ständig den Roman von dem Kollegen Barth im Kopf. Und deswegen Hollywood Kills. Und deswegen bin ich da ständig drüber gestolpert. Dankeschön. Wir sind in Hamburg am 13. Dezember. Es gibt keine Karten mehr, das Ort verkauft und wir haben. Am 7. Dezember. Ich bin am 13. Das wäre jetzt ungewollte Werbung. Ich bin am 13. Dezember im Schmidtchen Solo. Kannst du doch am sagen. Am 7. Mann. Ja, aber macht man ja nicht. So, wir sind am 7. Dezember in Hamburg im Schmidtchen. Aber ihr braucht nicht kommen. Es sei denn, ihr habt eine Karte. Aber wir sind am 7. da. Wir sind am 7. da. Theoretisch. Und wir bedanken uns fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen. Das ist nicht selbstverständlich. Wir bedanken uns natürlich bei allen Patrons, die diesen Podcast wie immer früher und auch in voller Extended Länge. Version bekommen, quasi, genau. Also in der Originalversion. Und wir bedanken uns. Ich bedanke mich mal bei euch jetzt einfach hier. Ja, ich bedanke mich auch bei dir. Sagt man viel zu selten. Einfach mal Dankeschön. 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 Ihr wart bezaubernd. Dankeschön. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wenn wir auseinandergehen, es gibt ein Wiedersehen. Dankeschön. Wer hat's gesungen? Dankeschön. Peter Alexander. Na, richtig. Ja, hat das Peter Alexander? Ach, der hat das immer. Ich habe immer Tränen in den Augen. Bei Peter Alexander habe ich immer Tränen in den Augen. Hallo, ja. Herrschaften, es ist so schön. Weil der Typ einfach zwei Vornamen hat und keinen Nachnamen. Ich hätte das auch so abgeholt. Ja, schön hier bei euch hier in Böblingen. Ja, hallo, ja. Peter Alexander mutiert bei mir zu Dieter nur. Ja. Hallo. Oh, so, ja. Oho. Mal raus. Jetzt ist es gut hier. Was soll super, das? Danke fürs Gucken, danke fürs uns mögen und habt eine gute Zeit. Weihnachten steht vor der Tür. Der nächste Podcast ist ein Live-Podcast aus Hamburg und darauf freuen wir uns. Yay. Klassenfahrt. Hey, Klassenfahrt. Bis bald und Glück auf. Und das Schlusswort hat natürlich, beinahe hätten wir es vergessen, der Gary, der Streberg. Alles Gute.
auch beruflich. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Mit Sträter, Bänder und Strehberg. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann kann man uns auch das Video gemacht ja, das ja, ist ein Abspann, weißt du, man nennt das Abspannvideo. Abspann. Ja, dann kann man uns auch abonnieren. Die Abspanner, kann man. Da unten, da. Ja, da, genau, da? Auf deinem Gesicht. Da, auf meinem Gesicht, ja, hast genau. Da hin? Ja, genau. Sieht man mich dann überhaupt noch? Ja. Also schön, falls ihr uns nicht schon sowieso schon abonniert habt, dann... Man sollte das machen, dann ist man immer kann man voll dabei. Wenn es euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes.